Hallöchen, ihr Lieben, Tachchen. Ich glaube, man sieht mich jetzt ein bisschen schlechter. Ich war jetzt gerade noch. Oh, nee, auch nicht schlecht. Ich war jetzt gerade einen Cocktail trinken und war ja davor bei Action. Werde ich euch dann hier reinmachen und steig ins Auto und denk mir so: What the fuck, was brennt denn hier? Ey, guckt mal bitte. Seht ihr den Eimer da hinten? Da? Die Fackeln bewegen sich, die ich von Action gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt da hinten besser sieht. Wo sind die denn? Auf jeden Fall stecken die im Eimer und flackern vor sich hin. Und ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? Ey, hab ich mich erschrocken. Ich hab die ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Auf jeden Fall funktionieren sie. Zeig mal her. Also eine ist auf jeden Fall... Eine hat sich aufgeladen. Hier. Hat gleich den Test bestanden. Ja, aber schick. Seht ihr. Habe ich gleich eine Sequenz für Action drin. Ne? Also die funktionieren. Ich dachte eigentlich, dass die farbig wären. Aber ist jetzt in meinem Fall auch nicht schlimm. Ihr Lieben, das war schon mal eine Vorschau für die Action-Fackeln. Ne? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüssi. Ich war bei Action, wie man unschwer im Titel wahrscheinlich erkennen kann. Und ich habe 3 Fackeln gekauft. Ein Spieler dazu kommt jetzt gleich, denn im Auto dachte ich, was ist denn hier los? Denn ich war nach dem Action-Einkauf noch in einer Bar oder in einem Café, besser gesagt, und habe überhaupt nicht mal an den Einkauf gedacht und steige ein und sehe nur so, dass hinten die Fackel anging. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Was brennt denn da? Völlig vergessen, ja? Also, ich habe 3 mitgenommen. Die kann man anhängen oder auch zum Einstecken. Flammlicht. Ach so, ich dachte, die wären bunt. Vielleicht gibt es auch bunte. Warum waren denn da auch bunte? Das irritiert mich jetzt. Also entweder habe ich jetzt so ein Glück gehabt, weil Fackel finde ich ja cool. Aber über bunt hätte ich mich auch gefreut. Na klar, warum nicht? Hier habt ihr die On-Off-Taste. Jetzt ist On. Muss ich natürlich erstmal aufladen, ne? Ja, da muss erstmal Tageslicht ran. Aber die hatte ich im Laden. Ach, deswegen. Die hat sich in der Zeit kurz aufgeladen im Auto. Und ging als einzige an. Naja. Und hier nochmal die 3. Ach, das kann man hier auch abnehmen, wenn man dann nur eine Gelegenheit hat, die zum Beispiel auf den Boden zu stellen oder irgendwo in den Kasten, ohne dass der Stab hier eventuell so zu lang ist. Aber man kann die überall kürzen. Das ist ganz cool. Jo. Aktivieren wir die mal auch schon. On. So. On. Ja. Ja, weiß ich nicht. Irritiert mich gerade. Ich dachte wirklich, die hätten da bunte. Manchmal ist komisch, ja. Dann habe ich einmal The Pink Stuff, The Miracle Cleaning Paste oder Past oder wie auch immer, Paste, Scheuerpaste mitgenommen. Einmal das und noch einen Zweiteimer für unseren Wischer. Das hat den Grund, ich habe so einen Eimer schon und finde es immer eklig, wenn man den Mop ins ausgewrungene Wasser, weil da ist ja kein Sinn, ja. Natürlich gibt es auch schon Eimer mit 2 Kammern, aber so einen hatte ich mir von Temu bestellt, konnte irgendwie nicht versendet werden und dann dachte ich mir, naja, dann nimmst du einfach hier so einen Eimer, wo das wirkliche saubere Putzwasser drin ist und wringe dann letzten Endes nur das Gewischte in dem anderen Eimer aus, ja. Dann hat man hier nicht so viel Dreck zum Wischen. Also ein 2-Eimer-System praktisch. Ja, dann geht's weiter. Es sind ja zurzeit die 360 Grad oder 180 Grad, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie weit, doch 360 Grad drehbaren Stative zum Film modern, ja, oder in oder wie auch immer. Bei Amazon haben sie welche annähernd an die 30 Euro. Temu
hat auch schon die Preise extrem angezogen, und zumindest finde ich das, ja. Und da hatte ich den einen Tag geguckt, gab es für 27, 29 Euro, ich glaube 22 auch. Aua, oh, da hat es aber gesummt. Ja, und bei Action war es das letzte Modell oder der letzte Artikel mit 13 Euro. Genau, habe ich mitgenommen, weil dann ist es zum Vloggen, auch wenn man im Garten ist oder so, ja. Dann ist es ganz schön, da muss man nicht immer aufpassen, dass man im Bild bleibt oder wenn man in der Küche kocht oder wirklich mal online geht. Dann nimmt, wenn es funktioniert, das rotierende Stativ ja wirklich den Fokus auf die Person, die filmt, demnach dann ich wahrscheinlich, und verfolgt dich, ja? Das ist ganz gut, weil dann steht man nicht immer so im Leeren, wenn man irgendwas abwaschen muss oder wenn man erzählt und quatscht. Ich probiere es aus. Dann habe ich zwei Siebe, hauptsächlich für meinen Sohn. Der isst ganz gerne diese chinesischen Nudeln und dafür kippt er sich ja sehr oft das Wasser immer ab. Und ein großes Nudelsieb ist immer Quatsch. Und ja, dann dachte ich mir auch, Mensch, ist ganz süß. Haben sie in der Variante schwarz, einmal in Silber. Und die sind praktisch, nehmen nicht so viel Platz weg. Natürlich auch für Gemüse, Obst. Aber hauptsächlich habe ich an seine Nudeln gedacht. Ja, dann hatten sie günstig Glade-Kerzen. 1 Euro noch was. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz dran erinnern. Aber für Duftkerzen in der normalen Größe ist das schon ordentlich. Ja, also der Preis, der ist wirklich mit 120 Gramm in diesem Glas. Das ist jetzt die Note Relaxing Zen oder Zen. Relaxing Zen. Da habt ihr hier so Orchideenblüten, also wie aus so einem Garten, Blumengarten, ja, so chinesischer Blumengarten, Seerose, wie auch immer. Und dann gab es noch eine Sorte, die hieß Cherry and Peony. Ich glaube, das sind die Hupala, die Pfingstrosen mit Kirsch. Riecht aber sehr schön. Doch, duftet blumig, aber Hauptsache es duftet. 4 Stück habe ich davon mitgenommen. Ja, von Glade, alle 4. Schön, habe ich mich gefreut. Wir könnten das ja auch mal, falls ihr euch daran erinnern wollt, wie die aussahen oder welche Düfte, das waren sie. Dann liebe ich ja absolut die Haushaltstücher. Das sind für mich eine der besten von Action, weil die so reißfest sind. Also wirklich, ja. Die sind wirklich so reißfest. Ich wische damit sehr gerne. Und zwar braucht man auch fast nur ein Blatt, wo ich sonst 3 nehmen müsste, um irgendwie mal schnell eine Unterlage oder am Rand, ja, da gehe ich ungern mit so einem Küchenlappen rum, auf dem Boden, durch die Hunde oder wie auch immer. Die sind richtig schön wischfest, griffig, als ob ihr wirklich einen Lappen habt von der Konsistenz. Natürlich jetzt nicht so extrem, aber das sind für mich bis jetzt wirklich die besten, ja. Und immer wenn ich bei Action bin, nehme ich mir so eine Rolle mit, wobei ich mir immer denke, so da waren noch mal 2 im Paket, aber anscheinend nicht. Dann habe ich so ein Modell von anderen Discountern, aber ich liebe sie, ja, ich liebe sie wirklich. So, dann mein geliebtes, also nicht nur meins, wahrscheinlich von sehr vielen noch, dieses Lime and Black Pepper. Dieser Duft ist einfach schön. Mir geht es schon gar nicht mehr ums Saubermachen, leider Gottes, aber es macht auch gut sauber, ja. Es glänzt wunderschön, das ist Kitchen Cleaner. Kann man natürlich auch zweckentfremden fürs Badezimmer oder für, was weiß ich, die Toilette. Ja, aber es duftet wirklich so schön. 98% sind natürliche Inhaltsstoffe. Die Flasche ist komplett recycelbar. Also, was will man mehr für? Ich glaube, 1,78 oder so kosten die immer, ne? Das sind 750 Milliliter. Ach, ich blicke doch hier immer nicht so schnell durch auf diesen Bon. Scheibenreiniger hatte ich. Hä? 1,79 für einen Scheibenreiniger? 5 Liter? 1,79? Also das war so ein Kanister. Ich glaube, da stand aber dran. Hier, Scheibenreiniger, 1,79. 5 Liter. Hä, ist ja krass. Da hat sie mir irgendwas falsch abgezogen, abgerechnet, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid. Ich würde es euch gerne sagen. Ich sehe,
Badreiniger Good Clean, weil den kann ich ja schon mal rausnehmen. Das wäre dann der, den ich auch total gerne benutze. Dieser blaue, und da ist Bergamotte und Jasmin. Riecht auch sehr gut, auch Rosmarin in rosa, glaube ich, aber den habe ich heute nicht mitgenommen. Der Badreiniger, eben hatte ich ihn doch, kostet, na, bin ich blöde, ich hatte doch eben den Badreiniger noch. Ach so, A Good Clean Badreiniger 1,54, ja, da kann man ja wohl nicht meckern, das sind 750 Milliliter, ja, und das hält eine Weile. Dann habe ich meinem Sohn sein heißgeliebtes Staubspray mitgenommen. Damit entfernt er wirklich jeden Staub, auch gerade in der Lüftungsabteilung von seinem PC oder Spielkonsolen oder da, wo man überall nicht rankommt, ist das wirklich sehr, sehr gut, beziehungsweise er schwärmt von. Hier könnt ihr aber nicht eure Kinder losschicken, weil das wird nur an 18-Jährige verkauft. Die müssen wahrscheinlich genug Scheiße damit gemacht haben oder durch den Hochdruck ist es wahrscheinlich wirklich sehr gefährlich. Dann haben wir hier die Soße, die schmeckt uns total gut, die hatten wir schon mal probiert, jetzt haben wir sie nochmal mitgenommen. Knoblauch, das ist, naja, Mayo kann man nicht so sagen, wie nennen die das hier? Oh, lecker, eine emulgierte Soße, aber sie schmeckt, naja, es ist für Fleisch, für Pommes, für Sandwich, mal, essen wir ja jetzt nicht im Dauerzustand. So, dann habe ich noch von The Pink Stuff die Sprühflasche mitgenommen zum Reinigen, aber die kommt jetzt erstmal weg, weil ich habe jetzt gerade noch, wie man sieht, und benutze auch gerade noch eine angefangene Reinigungsflasche. Und dann habe ich für den Boden, normalerweise benutze ich ja auch für die Swiffer, die Überzieher von Temu. Die hatte ich euch ja vor 6 oder 7 Monaten mal gezeigt. Und trotzdem, wenn die dann ausgewaschen werden und man schnell mal irgendwas wegmachen muss, einen Fleck oder wie auch immer, dann können hier die Tücher einfach auch reingedrückt werden. Und das sind von Blue Wonder hygienische Bodentücher, 20 Stück. Einmal dieses und natürlich diese Packung. Also 40, und die werden nächsten Monat auch noch da sein. Also ich bin jetzt hier nicht so ein Raudi. Und für Kaffeelatte habe ich hier nochmal die, ja, wer wird sie von Ikea kennen, diese gewohnten Gläser, waren auch nicht teuer, aber die haben eine schöne, also die fühlen sich gut an, die sind nicht so obergroß, ist so ein, da passt ein richtig schöner Latte rein. Also ich stelle es mal hier, dass ihr so den Vergleich seht. Weil mit meiner Hand zu vergleichen über Kamera ist wirklich ein optischer Fehler oftmals. Da wirkt alles immer sehr groß oder extrem klein. Und davon habe ich 4 Gläser mitgenommen. Die halten ja auch eine Weile, weil die schön dick sind. Also ein schönes dickes Glas. Cassie, was machst du denn da? Was kaust du da? Komm mal weg von meiner Steckdose, Madame. So, und zu guter Letzt einfach nur 2 schöne Aschenbecher. Das wird jetzt weniger interessieren, aber ich fand den Look so süß. Ist es so richtig rum? Nee, natürlich nicht. Einmal Tiger Animal Print und dann als Köpfchen. Fand ich total süß. Haben sie noch Zebra? Ach, etliche Sorten haben sie da. Und ja, sieht vielleicht ein bisschen schicker aus. Sind ja bei mir eh nur die Heats. Was heißt nur? Ohne Asche, die Dinger, aber trotzdem, wo soll man die dann sonst hinschmeißen? Deswegen für den Balkon finde ich die ganz niedlich. Oder dann für Raucher zum Besuch. Ne? Ihr Lieben, das war's. Das war mein Action-Wall. Kurz, knackig, trotzdem sehr, sehr viel. Aber was soll ich euch jetzt zu jedem Produkt hier alles erzählen? Ja, das meiste kennt ihr schon. Kosmetik habe ich sein gelassen, brauche ich jetzt nichts. Ich habe genug Masken, weil sonst sammle ich wirklich wie eine Bekloppte. Nur noch offen, sind ja auch meine Fehler bewusst. Und von daher blieb es jetzt erstmal so bei Haushaltssachen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Stativ, Handystativ. Ich werde euch, ich denke mal, ich lasse mir so 2, 3, 4 Tage Zeit. Wir haben heute Samstag. Und werde euch dann immer
die Sache einblenden oder, naja, wenn mein Handy hier drin steht, kann ich damit nicht filmen. Aber ich werde euch eine Info geben, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Oder wenn mir eh irgendwas auffällt, seht ihr spätestens bei der Aufgebraucht-Fazitserie, ja, von den Videos. Ihr Lieben, wichtigste ist, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Dankeschön fürs Zugucken. Wenn ihr Fragen habt, fragt in den Kommentaren. Bon, Preise vorlesen habe ich jetzt sein gelassen. Ist wahrscheinlich auch irgendwie ortsbedingt, vielleicht auch anders. Oder genauso wie mit diesem Stativ. Es war wirklich nur noch eins da und wenn die Angebote draußen sind, muss man zum Beispiel bei mir nicht denken, dass die dann sofort im Regal sind. Leider nein, ja. Man muss manchmal wirklich warten oder die brauchen ewig, bis sie das Lager ausräumen. Dann ist es praktisch Angebot der Woche, aber ihr findet es noch nicht im Regal, weil die es nicht schaffen, von der Zeit her oder vom Management, keine Ahnung, die Sachen auszupacken. Die liegen aber teilweise wirklich in dieser Lagerhalle schon drin und deswegen... Es ist jetzt sowieso Quatsch, wenn ich jetzt sage, rennt los. Vielleicht habt ihr das schon längst. Bei mir war es das letzte, ja. Oder es kommt erst bei euch rein. Ob ihr das jetzt braucht, weiß ich nicht, ja. Aber für Momentaufnahmen oder wenn ihr selbst Videos macht, wie auch immer. Ihr Lieben, Dankeschön fürs Zugucken. Mua. Tschüssi, bis bald. So, ihr Lieben. Ich kann es ja dann mal mitfilmen, dachte ich. Ich wollte jetzt nämlich gerade Tzatziki vorbereiten und habe Gyros gekauft. Dann werden in dem Airfryer Pommes gemacht. Pommes haben wir auch schon durch. Gab es, glaube ich, im letzten Video zu sehen, die Produktpräsentation. Aber ich habe ja jetzt nicht jedes Gericht immer mitgefilmt. Ich brauchte so ein bisschen, bis der Dreh draußen war. Mit Wänden, also ich... Es ist immer schwer... Mir schmecken einfach Pommes aus einer Currywurstbude am besten, ja. Irgendwie gerade, wenn man so einen Fettgeschmack hat. Kann Gewohnheitssache sein, aber die Pommes jetzt... Das ist mein Sohn. Der hat keine Krankheit. Vielleicht, wenn man ein paar Online-Spiele spielt, dann schon. Auf jeden Fall, die Pommes gehen absolut klar, ja. Die waren gut. So, jetzt haben wir ja hier aus dem Video dieses, wie nennt sich das denn? Automatic Following Selfie Stand. Ja, oh. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme, ob man es irgendwie aufladen muss. Hier ist ein Kabel. Hier ist ein USB-C-Stecker und ein USB-U oder keine Ahnung. Dann haben wir hier den Standfuß, nehme ich mal ganz stark an. Oh, ich habe ja immer so einen Schiss, dass mein Handy umfällt dann. Und hier ist der Sensor wahrscheinlich. Der... Wieso ist denn hier ein Gewinde? Ach so. Ah, ich dachte, ach cool, Mensch, da kommt doch ein Stativ wahrscheinlich ran. Aber es bleibt auf jeden Fall in der Höhe. Was würden das sein? 20 cm? Oh, so moi. So. Hallo. Wen fixiert er denn jetzt? Nur das Gesicht. Ach, ist er scharf, Mensch. So, jetzt stelle ich mal mein Messer. Was macht er denn jetzt? Indem Sie die Handfläche anheben... Das rote Licht leuchtet auf. Ach so, merkt man sich, Stopp, aufhören zu drehen. Und sonst mache ich immer so, damit die Kamera startet, bei dem Kartenkanal zum Beispiel. Starten Sie die Drehung wieder, indem Sie mit der Hand ein OK-Zeichen geben. Ich habe es gerade grün gesehen. Ach, ist ja funny. Stopp. Ich spreche schon. Das geht? Ach Mensch, da brauchst du gar nicht die Taste. Okay. Selbst mit meinen Fingernägeln rafft er das. Stopp. Oh, oh. Für 13 Euro. Sag mal, das ist ja wirklich ein Träumchen. Besser als erwartet, wirklich. Also die anderen Sprachen kann ich hier wegschmeißen. Besser als erwartet. Wird vielleicht für die meisten jetzt gerade langweilig gewesen sein, aber ich finde das ganz wichtig. Weil ich freue mich auch immer, wenn mir geholfen wird, wenn ich neue Geräte kriege,
Na, wer liest sich denn 85 Seiten Installationsprogramm durch? Da freut man sich doch immer, wenn das jemand macht. Und ich weiß, es gibt viele, die keinen Bock haben auf die Gebrauchsanweisung und wussten das vielleicht jetzt gar nicht, die vielleicht auch so ein Ding haben. Ey, perfekt. Also, ich schalte. Warum geht denn die jetzt wieder an? Habe ich hier irgendwie sowas gerade gemacht? Perfekt. Der erkennt es schon. Stopp. Rot. Krass. Perfekt. Stopp. Bleib bitte so. Stopp. Warum sage ich immer Stopp? Ich muss noch mal lernen. Wartet. Ihr Lieben, Dankeschön. Das war jetzt das Letzte. Ich mache jetzt Essen. Und ja, wer sich es angeguckt hat, der wird es wahrscheinlich für sich selbst gebrauchen. Und danke, bis bald. Tschüssi.